Herzlich willkommen beim Power Adventkalender 2021 von Cloud Couch Rocks. Hier sind eure Moderatoren Stefan und Tommy. Los geht's! Hallo liebe Community, hallo liebe Besucher des Power Adventskalenders 2021. Hallo Tommy! Hallo Stefan! Grüßt euch Publikum! Tommy, du hast uns was echt Tolles mitgebracht. Ja, heute soll es mal um das Thema Dokumentation gehen und ich möchte einfach mal zeigen, was gibt es denn so für Möglichkeiten dokumentationstechnisch und fange da auch mal gleich mit der Power App an. Das, was wir hier sehen, ist das Power App Studio und innerhalb von Power Apps ist es möglich, entweder über Blockkommandos, Power Adventkalender, Dinge zu dokumentieren, die durchaus auch länger sein können. Also man kann hier schon Text reinschreiben in so einen Block. Das funktioniert alles super. Was es noch gibt, ist die Möglichkeit dann von Zeilenkommandos, also dass ich hinter einer Zeile mit den zwei Slashes entsprechend ein Kommando hinterher tippe, gerade wenn ich etwas mehr habe und vielleicht ein Kommando, das über zwei oder drei Zeilen geht, ist es halt ganz schön, dass ich jede Zeile einzeln dokumentieren kann. Was passiert noch? Was man noch machen kann, ist, dass man zum Beispiel einen Screen bei sich in seiner Applikation hat, den man gar nicht dem Benutzer zeigt, sondern vielleicht einen Screen, den wir hier Move Down mal nach ganz unten schieben. Auf diesem Screen dann ein einfaches Label Control und in diesem Label Control dann entsprechend die Dokumentation auch wieder in ein so ein Block-Element gepackt. Das funktioniert oder in dem Fall nicht im Blockelement, sondern in die Text-Property des Labels. Genau, so. Auch hier kriegen wir relativ viel an Text rein und wenn man sich das dann danach anguckt, ist das Ergebnis. Wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, kann man ja auch durchscrollen. Also ich kriege relativ viel Beschreibungstext hier rein. Keine Fotos, keine Bilder, kein Umbruch, nicht fett und sonst auch nichts. Aber immerhin doch die Möglichkeit zu sagen, hey, hier steht Text und Informationen drin, der zu meiner App gehört. Was es noch gibt, ist die Möglichkeit, wenn ich mit Ctrl-Shift-S auf Speichern drücke, dass ich dann rüberkomme in den Speichern-Dialog. Oh, jetzt habe ich Ctrl-Shift-S gedrückt. Ich wollte eigentlich nur Ctrl-S drücken. Also bei Ctrl-S wird automatisch gespeichert. Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier zu speichern. Also einfach auf, ich mache das nochmal, wenn man auf File klickt hier oben. File, kommt man zu Save. Dann kann man hier Version Notes eingeben, also hier einen Kommentar. Habe was angepasst. Save. Und was habe ich jetzt davon, hier einen Kommentar einzugeben? Wenn wir uns All Versions von unserer Power App mal angucken, dann sehen wir innerhalb von All Versions die gesamten Versionen, die die Power App, sage ich mal, jetzt hinter sich hat. Und man sieht auch, dass den Text, den man eingeblendet hat in oder eingebaut hat in dieses Version Save, in diese Version Note, als man es gespeichert hat. Das, was ein bisschen vielleicht irritierend ist, ist manchmal, dass der Dialog zum Speichern nur so klein ist und dass man hier nur so wenig sieht. Das ist aber an sich kein Problem. Wenn man hier einen etwas längeren Text drinne stehen hat, dann sieht man ihn gesamt, so wie er da ist, leider ohne Zeilenumbrüche und auch hier nicht mit Fett und anderen Geschichten, aber schon, dass ich hier eintragen kann, ich habe hier eine Version, da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. Ansonsten sieht man eben bei den Version Notes hier sonst nur so leere Kommentare. Ja, gehen wir mal rüber zu Flow. Wenn ich mir einen Power Automate Flow angucke, hier mal ein einfacher Flow mit einem manuellen Trigger, einer mobilen Notification, hier einem Scope, also einem Bereich. Das, was ja passiert, wenn man hier reingeht und sagt, ich mache Add Action, dann fügt er einem ja eine Action ein, die man dann auswählt. Vielleicht nehmen wir mal wieder eine Notification. Send mir Mobile Notification. Die werden ja dann durchnummeriert, wenn ich mehrere habe, die den gleichen Namen haben. Das, was ich dann immer ganz gerne tue, ist hier mal auf die drei Punkte zu klicken. Und da sehe ich jetzt, es gibt für die Kommentare die drei Funktionen. Hey, ein neues Kommando. Ich versuche das auch mal ein bisschen größer zu machen. Ein neuen Kommentar, ein Rename oder ein Add a Note.
Ich fange mal mit dem Rename an. Ich gehe immer ganz gerne hin, das ist mein Pattern, und lasse das eigentlich drinne stehen, was die Aktion tut. Lösche hinten die Zahl, mache einen Strich und sage, sende mir eine Nachricht vom Typ ABC und habe dann quasi hier in meiner Aktivität immer noch, ja, das Symbol, dass ich so in etwa weiß, wo kommt es denn her, dann, was ist dann eigentlich der Originaltitel gewesen und hier hinter die Beschreibung von dem, was ich jetzt mit dieser Notification mache. Das ist das Schöne daran ist, wenn ich das zuklappe, bleibt es eben erhalten und ich kann es ganz gut lesen. Wenn der Text noch länger wird, gibt es hinten so einen Umbruch. Ich mache jetzt einfach nur mal, also hier kann man mehr eingeben, dann gibt es so einen Umbruch. Und wenn es zu viel drin ist, gibt es etwas wie already exist or is invalid. Also beliebig lang geht nicht, aber es gibt so eine gewisse Reihenfolge. Ich müsste nochmal nachgucken, wie viel das sind. Ich glaube, es waren 100 und Zeichen, die man da eingeben kann. Das nächste, was man hat, ist zu dieser Aktion eine Note, also einen Kommentar einzugeben. Dann geht hier oben auch so eine Zeile auf. Hier steht dann der Kommentar. Und auch dieser Kommentar darf ruhig ein bisschen länger sein. Auch da wird es eine Beschränkung geben. Wir sehen es gerade. Hier habe ich gar nicht die Möglichkeit mehr einzugeben. Er hört dann nämlich auf. Ich klicke dann einfach aus dem Kommentar raus und sehe dann den Text des Kommentars im oberen Teil der aufgeklappten Aktivität. Wenn ich das zuklappe, sehe ich es nicht. Aber wenn ich es aufklappe, sehe ich entsprechend hier den Kommentar. Auch hier keine Zeilenumbrüche, kein Fett, keine Bilder, kein sowieso, aber immerhin sieht man den Kommentar an der Stelle. Und was ganz neu ist, ist eben diese Geschichte, dass man hingeht und sagt, ich möchte einen neuen Kommentar eintragen. Den kriegt man auch, wenn man hier oben auf Comments geht und da sieht man schon Preview, also es ist in der Vorschau. Ich kann halt hier sagen, in dieser wird ganz wichtig getan und dann schicke ich das ab, dann merkt sich das Power Automate und wenn ich jetzt hier auf die Aktion draufklicke, wird entsprechend hier auch die entsprechende Aktion angeklickt, zu der ich Kommentare eintrage. Wenn ich hier runtergehe und mal die Scope aufklappe und in dem Scope vielleicht zu dieser auch einen neuen Kommentar eintrage. Ganz neuer Kommentar. Kann ich den auch abschicken? Kann auch hier wieder draufklicken, dann markiert er den oberen, kann hier draufklicken, jetzt markiert er den unteren. Und ihr kriegt dann so ein kleines Symbol dargestellt. Oh, es gibt hier einen Kommentar. Müsste er hier oben auch darstellen, tut er im Moment jetzt gerade nicht. Das schieben wir mal auf den Demo-Gott. Wichtig ist aber, die Kommentare hier sind nachher in der Reihenfolge, wie auch die Controls hier drinne vorhanden sind, sortiert. Also der steht jetzt unten, das ist das oberste Control, der steht jetzt da, es ist das Control. Wenn ich aber hingehe und sage, ich speichere den ganzen Kram. Okay, ich muss hier natürlich einen Text eingeben. Text is required. Falls jetzt in den Kommentaren drunter geschrieben wird, nicht Text is required als Text, sondern da soll schon was Sinnvolles drin stehen, ist klar, das war jetzt nur für die Demo. Ich gehe hier mal raus. Wenn er fertig ist mit Speichern, gehe wieder in den Edit-Modus und wähle dann mal als erstes oben gleich die Kommentar-Section. Jetzt sehen wir auch, vorhin hat die 1 gefehlt, jetzt ist sie da. Jetzt klicke ich hier mal drauf. Das ist der untere, hier ist es der obere. Jetzt hat er es nicht umsortiert, beim letzten Mal hatte er es umsortiert. Naja, ich kann hier noch ein Reply eingeben, wiederhole was und habe so die Möglichkeit, nicht nur Kommentare von mir hier drinne zu haben, sondern auch von Coworkern, die ebenfalls den Flow bearbeitet haben, dass es hier halt mehrere Kommentare untereinander gibt. Und die Kommentare entsprechend dann, wie gesagt, immer noch mal zu der Aktion gehören, wie sie sind. Man kann auch, und das ist auch so eine Geschichte, ich kann auch so einen Bereich oder einen Scope nutzen, wenn ich sagen will, ich möchte eigentlich mehrere Aktionen gruppieren und vielleicht hier einen Kommentar einpflegen, wo ich sage, hey, at the note,
nachfolgende Aktionen dienen zum Erfassen von. Damit habe ich dann quasi den gesamten Bereich dokumentiert. Oder ich gehe hin und sage hier Add Note im Bereich ABC passiert. Also auch das ist einfach eine schöne Kommentiergeschichte innerhalb von Flow. Ja, das sind so die Möglichkeiten der Kommentierung. Nutzt sie, verwendet sie, baut sie gerne in eure Power Apps und Flows mit ein. Ich weiß, der Stefan macht das immer ganz fleißig. Stimmt's? Schon selbstverständlich. Falls euch dazu noch was einfällt zum Thema Kommentare, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Ganz in diesem Video. Ganz kurz, die sich das angucken und denken, Mensch, das Kind, was der Tommy da zeigt, das funktioniert das alles nicht. Ne? Und was Tommy gesagt hat, das ist ein Preview. Ja, die ist noch nicht, ganz fertig. Von daher, das wird und ist eine total coole Funktion. Und warum ist die im Preview? Weil eigentlich nicht nur die Kommentarfunktion dazukommt, sondern schön bei Power Automate ja auch dieses Feature dazukommen soll, dass man mit mehreren Leuten an einem Power Automate Flow auch gemeinsam arbeiten soll. Aber auch das habe ich in freier Wildbahn noch nicht gesehen. Ich denke mal, die Kommentare sind der erste Ausläufer. Das denke ich auch. Cool. Ich fand das Beispiel total mega irgendwie. Es gibt so viele Sachen, irgendwie so, dass man jetzt, man muss nicht mehr völlig überrascht sein, irgendwie, wenn man halt so ein Power-Plattform-Projekt übernimmt. Man kann einfache Regeln definieren und die Sachen aufschreiben. Man muss dann nicht irgendwelche Word-Dokumente auf irgendwelchen Netzwerken liegen haben, die keiner findet oder nicht im Zugriff hat. Man kann also wirklich auch die paar wirklich Out-of-the-Box-Funktionalitäten nutzen, um das Nötigste aufzuschreiben und zu vermitteln, worum es eigentlich geht und was der Gedankengang war, um halt eine App oder einen Flow zu bauen. Ich fand das total großartig. Gut, Stefan, vielen Dank. Dann bleibt uns für heute wieder mal euch einen schönen Tag zu wünschen und denkt immer dran, Cloud Couch Rocks. Tschüss. Tschüss.